Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video. Und heute habe ich für euch die Weekend League Belohnungen vorbereitet. In der letzten Woche habe ich Gold 3 erreicht. Ich konnte leider nicht alle Spiele machen. Ich glaube, ich habe so 33 Spiele oder so gemacht. Davon 18 Siege geholt. Damit bin ich eigentlich halbwegs zufrieden. Diese Weekend League werde ich, denke ich, wieder spielen. Da muss ich aber auch erst schauen, ob ich wieder alles schaffe. Ihr wisst ja, Schule und so weiter und so fort. Ich denke mal, ihr habt dieselben Probleme wie ich. Und ja, da muss man einfach schauen, ob sich das ausgeht. Und wenn sich's ausgeht, dann will ich wirklich versuchen, mal Gold 1 zu erreichen. Und ja, dann würde ich sagen, öffnen wir einfach direkt mal das erste Pack. Und zwar ist das hier ein 35k-Set und das ist immerhin ein plus 84er Spieler. Und das ist Koscielny mit einem 85er Rating. Der dürfte sogar ein bisschen was wert sein. Ihr seht ja jetzt, ich habe jetzt über 200.000 Coins und ich denke mal, ich werde mir da Dybala noch für die Bank holen. Den kann man nämlich mega gut einwechseln und der ist mega overpowered. Also Koscielny ist schon mal ein bisschen was wert, Slimani. Und sonst haben wir eigentlich, ja, Solala-Spieler, würde ich mal sagen, am Start. Vielleicht ist hinten bei den Duplikaten noch irgendeine gute Karte dabei. Nein, leider nicht. Wir haben hier noch ein Silber-Set, okay. Und das werde ich aber nicht öffnen. Ich denke mal, das ist nicht so interessant für euch. Also ich werde es nicht in diesem Video öffnen, sondern einfach mal privat. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das zweite Pack. Und das ist wieder ein 35k-Set, come on. Es ist leider wieder kein Walkout und es ist auch keine Special Card und auch kein 84-Plus-Spieler. Und Jungs, schreibt mir auf jeden Fall mal auch in die Kommentare, was ihr gezogen habt und welchen Rang ihr erreicht habt. Würde mich auf jeden Fall wirklich interessieren. Also da sieht man dann immer ganz gut den Vergleich zwischen den Leuten. Und ja, hier haben wir Rafinha im Pack. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Karte. Der hat eigentlich ganz gute Werte und sonst, ja, nicht wirklich was Interessantes. Ich würde sagen, wir packen das alles in den Verein. Mourinho haben wir auch noch am Start und noch hier einen anderen Manager. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum allerletzten Pack und das ist eben das 50k-Set. Jungs, da könnte jetzt ein richtig cooler Inform drinnen sein, vielleicht auch ein Walkout. Ich drücke einfach mal drauf und es ist kein Walkout. Schaden und es ist auch kein Inform. Jungs, ich hasse es. Ich hasse es so sehr, wenn man die Weekend League spielt, sich Mühe gibt, wirklich viel Zeit reinsteckt und dann kriegt man solche Packs. Ich meine, wir hatten immerhin einen 85er-Spieler, aber was ist das für ein schlechtes 50k-Set? Was ist das für ein schlechtes 50k-Set? Mit den Spielern kann man absolut gar nichts anfangen im Moment. Da ist vielleicht der ein oder andere was wegen der einen Squad-Billing-Challenge was wert, zum Beispiel Albiol 2k, aber ansonsten, das ist schon richtig mies. Das ist echt richtig mies und da bin ich auch ganz ehrlich ein bisschen enttäuscht, also da habe ich mir schon ein bisschen was Besseres erhofft, aber man kann es nicht ändern, so ist es jetzt. Und ja, von daher, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, checkt die Videobeschreibung ab. Ich bedanke mich auch nochmal für euren krassen Support in letzter Zeit. Und ja, dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.